Wir bleiben beim Thema. Naja, zumindest beim berauschenden Teil. Gerade neu auf dem Buchmarkt. Die dauerkiffende Hexe Mac, der notgeile Kater Mock und Loser Eule. Sie sind die Helden in Hexe Total. Der Comic stürzt den Leser mitten in den chaotischen Alltag einer abgewrackten Drogen-WG. Das Ganze ist psychedelisch, witzig und ziemlich abgedreht. Spürst du schon was? Nö. Das ist der Kosmos des in Tasmanien aufgewachsenen Comic-Autors Simon Hanselman. Die mittlerweile in Melbourne lebende Drag Queen lässt dabei Autobiografisches in seine Strips einfließen. Ich habe immer schon viel gekifft, so wie alle, als ich Teenager war. In Tasmanien kannst du nichts machen. Also bist du entweder in der Gegend rumgefahren und hast andere angeschrien und sie mit Sachen beworfen, oder du hast einfach rumgehangen, gekifft und Comics gezeichnet. Was machst du? Träumen. Am Anfang hat Simon die Strips einfach in seinen Blog gepackt. Erst kamen die Fans, dann die Verlage. Dabei liefert Hanselman in seinen Hybriden aus Fritz the Cat und Trainspotting nicht nur kurzweilige Gags. Das ist keine lustige Kifferkomödie. Es ist ein Kifferdrama oder eigentlich eine Kiffertragödie. Simon hat keine Furcht, sich und seine Leser in tiefe Abgründe zu stürzen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Aua! Zieht ihm die Hose runter. Hilfe! Das ist meinem Bandkollegen Karl passiert. Er war ziemlich verletzt deswegen. Viele Leute denken, es sei ein Vergewaltigungswitz, aber das soll eigentlich nicht lustig sein. Genau das haben die Leute in Hobart einfach gemacht. Sie haben ihm das angetan und dachten, das sei lustig. Es war ziemlich düster dort. Trotz Düsterkeit, bei Mac, Mock und Eule erwartet den Leser beste Unterhaltung. Und ein bisschen Nachdenken zwischen dem Gelächter hat ja noch niemandem geschadet. Ebenfalls aus der Netzwelt auf den Buchmarkt geschlüpft ist Kate Beaton. Die Kanadierin bringt seit 2007 ihre gezeichneten Sketche unters digitale Volk. Der Lohn? In den USA bekam sie 4-mal den Harvey Award, die vielleicht bedeutendste Auszeichnung der amerikanischen Comicbranche. Wonder Woman! Hilfe, Wonder Woman! Ja, ja. Wonder Woman! Frau, was ist denn? Brennst du da was? Ich komm ja schon. Meine Katze sitzt in dem Baum. Ihre Katze. Und da können Sie nicht die Feuerwehr rufen? Das wäre doch deren Job. Aber Sie standen halt gerade hier. Na gut. Mounty! Boah, ist die wegen ihrem Namen abgehauen. Oh, Mounty. Ich wär's. Kate Beaton selbst ist zwar keine Superheldin, aber ein Superstar in der Webcomic-Community. Es gibt keine Pförtner, an denen du vorbei musst. Keiner verbietet dir etwas. Du brauchst nur eine Website mit deinen Inhalten. Und wenn es den Leuten gefällt, dann gefällt es ihnen. Aufgewachsen ist Kate auf einer kleinen Insel vor der kanadischen Atlantikküste. In ihrer Nähe gab es kaum Buchhandlungen, aber Internet. Ein Vorteil daran, seine Comics online zu veröffentlichen, ist die Community. Man wird ein besserer Künstler, weil man mit anderen Künstlern befreundet ist und voneinander lernt. Man wird zum besseren Künstler, zum besseren Geschäftsmann, wird kreativer, kommt besser mit dem eigenen Publikum klar, macht einen besseren Job. Es gibt eine wirklich unterstützende Online-Community, bestehend aus Gleichgesinnten und dem Publikum. Ohne sie wäre ich nicht hier. Kate arbeitet mit kurzen Strips, ideal fürs Netz. Doch oberflächlich sind ihre Comics deswegen nicht. Stattdessen fördert die studierte Historikerin geschichtliche Skurrilitäten zutage
und entwirft ihre eigene Sicht auf historische Persönlichkeiten. Goethe, sind Sie es wirklich? Och, nicht schon wieder. Ich wette, Ihnen geht's nicht um Faust. Die Leiden des jungen Werther haben mich tief berührt. Ja, nun. Denn auch ich hege eine ewige Liebe. Sie ist das bezauberndste Wesen, das ich je... Komm bitte zu der Stelle mit dem Selbstmord. Dem Netz wird ja gerne Oberflächlichkeit vorgehalten. Der schnelle Gag gilt als ultimativer Erfolgsgarant. Alles ist mittlerweile im Netz. Ein Großteil unseres Lebens findet dort statt. Im Netz gibt es nicht nur eine Sache. Dort ist Platz für einfache, dumme Gags und ebenso für wirklich sorgfältige Stücke. Sexy Vampirfrauen, was wollt ihr? Na, Sex natürlich. So falsch und doch so richtig. Erzählt mir mehr. Wir hätten auch gerne das Wahlrecht und Grundbesitz. Und wir würden auch gerne zur Universität gehen. Ah, nehmt eure Finger weg. Literatur, Geschichte und Comics. Kate schafft es, all ihre Hobbys zu vereinen. Excitability and interest. Enthusiasmus und Interesse sind ansteckend. Und wenn eine Person etwas wirklich gerne macht, dann wird man selbst automatisch hineingezogen. Diese Art von Freude und Leidenschaft sind es, die Dinge zu etwas Gutem machen.